An der Bielefeld Graduate School in History and Sociology, BGHS, werden 160 strukturierte Promotionsstudienplätze angeboten. Die Doktorandinnen und Doktoranden an der BGHS werden von 40 Professorinnen und Professoren aus der Soziologie und der Geschichtswissenschaft betreut. Ein Blick auf die Forschungsprojekte verdeutlicht das weite Themenspektrum. Mediale Inszenierung, sozialer Wandel, historische und politische Wandlungsprozesse sind Themenfelder von Dissertationsarbeiten. Auch ungewöhnliche Forschungsprojekte finden hier Unterstützung. Wie im Spätmittelalter und der Renaissance religiöse Inhalte im Tanz inszeniert wurden, untersucht der Doktorand Philipp Knäble. Ziel ist es, gängige Annahmen über diese Zeitepoche zu hinterfragen und ein differenzierteres Bild zu entwickeln. Das Thema von Philipp Knäbles Dissertationsarbeit entwickelte sich aus einer persönlichen Leidenschaft. Also im Grunde hatten wir erst diese Tanzgruppe, haben da eben versucht, Tänze aus der Renaissance nachzutanzen, nach den historischen Quellen, mit Leuten aus allen unterschiedlichen Fakultäten hier. Und dabei ist eben die Idee für mein Projekt entstanden, weil ich gemerkt habe, die Beziehung von Tanz und Kirche ist eigentlich eine ganz spannende und die ist gar nicht so ablehnend, wie man immer dachte. Es wird eben auch in Kirchen getanzt. Das ist eigentlich ein eher ungewöhnliches und interdisziplinäres Thema. Aber hier in Bielefeld gab es damit keine Probleme. Da ist man methodisch und auch ja, inhaltlich sehr offen, wurde ich gut angenommen. Und dadurch, dass alle Fakultäten unter einem Dach sind, gibt es eben ein sehr interdisziplinäres Feld und eine sehr gute Betreuung. Die BGHS versteht sich als forschende Gemeinschaft von Doktoranden und Professoren. Fächerübergreifender Austausch und exzellente theoretische und methodologische Ausbildung fördern ein intellektuelles Klima, das mit dem Button-Up-Prinzip verknüpft wird. Die Doktorandinnen und Doktoranden veranstalten Workshops und sie haben Einfluss auf die Inhalte von Lehrveranstaltungen. Wir erwarten, dass die Doktorandinnen und Doktoranden ihre Individualität hier in diese Schule einbringen, ihre speziellen Fragestellungen und Interessen. Wir setzen sehr auf die Eigenständigkeit, auf die Selbstorganisation der Doktorandinnen und Doktoranden und wollen damit eben sehr früh die Weichen stellen dafür, dass wir souveräne, unabhängige, eigenständige Nachwuchswissenschaftler hier ausbilden. Wissenschaft einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, ist ein weiteres Ziel der BGHS. Etwa durch die Vortragsreihe Linie 4, die von der Doktorandin Jeanette Prochnow organisiert wird. Uns ist es gerade wichtig, uns auch mit anderen Bildungseinrichtungen zu vernetzen. Da haben wir jetzt zum Beispiel seit diesem Semester die Vorlesungsreihe Linie 4, benannt nach der Stadtbahn Linie 4. Das ist nämlich die Linie, die die Universität verbindet mit der Stadt, wo andere Bildungseinrichtungen angesiedelt sind. Und wir kooperieren ganz besonders mit der Volkshochschule. Da stellen wir jeden zweiten Dienstag unsere Forschungsprojekte vor, um eben auch mal diesen Elfenbeinturm Wissenschaft A zu verlassen. Und zweitens, um auch in Kontakt zu treten mit im Prinzip den Menschen, die uns auch finanzieren. Denn wir sind ja eine öffentliche Einrichtung, die von öffentlichen Geldern finanziert wird. Über Landflucht in China promoviert die Doktorandin Li Sun. Die Unterstützung durch die BGHS ist vielfältig. Li Sun verfügt über einen eigenen Arbeitsplatz, kann Stipendien für Auslandsaufenthalte und Konferenzbesuche beantragen oder ein Mentoring-Programm für Doktorandinnen besuchen. Ein Sprachkurs und individuelle Betreuung erleichterten der chinesischen Forscherin das Einleben in Bielefeld. Alle Doktoranden werden von zwei Professoren betreut. Und die können sogar von anderen Universitäten selbst aus dem Ausland kommen. Ein gemeinsam erarbeitetes Curriculum, die regelmäßige Präsentation des Projektes und umfassendes Feedback sind Teile der strukturierten Promotion. So gelingt kreative und fokussierte Forschungsarbeit. Professor Thomas Feist ist ein Expert in the migration field. Professor Thomas Feist ist ein Experte im Feld der Migration. Er weiß viel über die Theorie und die Methodologie des Studiums der Völkerwanderung. Das ist der Grund, warum ich ihn als meinen Betreuer ausgewählt habe. Während meines Studiums hat er mir viel geholfen, um meine Forschungsarbeit Schritt für Schritt zu verbessern, wie ich meine Fragestellung ändern muss, damit es besser zu meinem Arbeitsfeld passt. Die Doktoranden müssen nicht am selben Thema arbeiten. Jeder hat seine eigenen Interessen und alle Themen sind sehr unterschiedlich. Ich denke, dass die BGHS wie eine Familie für seine Mitglieder ist. Deswegen studiere und lebe ich hier gerne. Die BGHS vergibt bis zu 9 Promotionsstipendien pro Semester. Gelebte Doktorandenkultur und internationale Vernetzung gelingen durch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Regelmäßig findet das International Dinner statt.
Hier kochen die Doktoranden zusammen Gerichte aus ihren Heimatländern und lernen kulinarisch fremde Kulturen kennen. Neugier, Kreativität und innovative Forschungsansätze. Das Konzept der BGHS geht auf. Ein Gewinn für alle Beteiligten.